In Blumendorf hier haben wir unsere Biogasanlage 2006 mit der Planung begonnen, sind seit 2007 am Netz und haben hier eine Kompaktanlage, 2 Megawatt, 6 Behälter mit insgesamt 2,1 Megawatt elektrischer Leistung und 4 angeschlossenen externen BRKWs. Wir haben eigene Rohstoffversorgung, wir machen noch Trockenfermentation nach dem alten EEG 2004, setzen einen Mix aus Ganzpflanzensilage, GPS oder Gerste und zum großen Teil natürlich Mais ein. Wenn wir die Bilanz ziehen, in der glücklichen Situation, dass wir über 75% unserer Wärme nicht nur nutzen können, sondern sie auch tatsächlich verkaufen. Das liegt einfach an der Lage unserer Biogasanlage. Wir sind hier am Rande einer Kreisstadt mit ungefähr 25.000 Einwohnern, haben in unmittelbarer Nähe mehrere Gewerbegebiete. Und dadurch sind wir in der Situation, an verschiedene Abnehmer direkt teilweise mit einzelnen BRKW vor Ort oder über Fernwärmeleitungen unsere gesamte Wärme zu nutzen. Grundsätzlich ist die Wärme erstmal in der Regel günstiger als das, was wir mit Erdgas erzeugen, dort in den Spitzenkesseln. Das heißt, wir versuchen so viel wie möglich, auch die Grundlast aus der, von der Bioenergieanlage zu beziehen. Und wirklich dann nur das, wo es nicht mehr ausreicht, dann die Spitzenlast aus dem Erdgaskessel dann zu liefern. Und das ist für uns der eine große Vorteil im wirtschaftlichen Bereich. Und dann freuen wir uns natürlich aber auch darüber, dass wir einfach einen großen Anteil regenerative Energien haben in dem Baugebiet und ja, letztendlich die Häuser dann so einen großen Anteil regenerativ versorgen können. Wir müssen ja ganz ehrlich sagen, als wir diese Anlage geplant projektiert haben, es war die erste Anlage in ihrer Größenordnung. Ich bin heilfroh, dass wir uns für den richtigen Anlagenhersteller entschieden haben. Wir haben es letztendlich, glaube ich, wie viele andere auch, an Referenzen-Ding festgemacht. Und wenn wir dann tatsächlich mal Störungen haben, haben wir es auch nie bereut, dass wir dann eben halt mit MT-Energie zusammengearbeitet haben. Der Service klappt perfekt, die Reaktionszeiten sind sehr schnell. Wenn man mich heute fragen würde, ob ich das Gleiche nochmal machen würde, kann ich das mit einem eindeutigen Ja beantworten. Also hinter uns sehen wir die Biogasanlage der Bioenergie Bad Königshofen. Das ist eine Anlage, die 36 Landwirte gemeinsam gebaut haben. Eigentlich auf Initiative der Stadt Bad Königshofen, weil die Stadt Bad Königshofen die Idee hatte, einen Heilwassersee zu bauen. Die Frankentherme Bad Königshofen ist ein Gesundheits- und Erlebnisbad, im Jahr mit über 170.000 Besuchern. Das Besondere der Frankentherme Bad Königshofen ist dieser Heilwassersee, der erste Naturheilwassersee Deutschlands. Bei der Biogasanlage ist das Abfallprodukt eigentlich diese Abwärme. Und da war eben der Gedanke damals, für unseren Heilwassersee eben diese Abwärme zu nutzen. Es gibt in diesem Spiel nur Gewinner. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass es da keine Verlierer gibt. Die Frankentherme gewinnt, weil sie Kostenersparnis hat. Die Wärme aus der Biogasanlage ist einfach günstiger als von fossilen Energieträgern. Und wir Landwirte, wir haben einen tollen Wärmeabnehmer, der eben kontinuierlich das ganze Jahr über gleichmäßig Wärme abnimmt. Und so sind alle zufrieden, es gibt keine Probleme. Ja, die Stadt Bad Königshofen profitiert eben einmal dadurch, dass die Arbeitsleistung auch und die Arbeitskräfte hier vor Ort bleiben. Und auch eben die einheimischen Landwirte ein zusätzliches Standbein haben, wo sie Erträge aus ihrer Arbeit eben bekommen. In 2007 haben wir eine ganz normale Anlage gebaut, BRKW 625 kW elektrische Leistung. Als wir uns dann für die Gasaufbereitung interessiert haben im Jahr 2009, 2010, haben wir entschieden, dass wir am Standort eine zweite Biogasanlage erstellen, die eine Gasproduktion hat von 700 Kubikmeter pro Stunde. Das Gas soll gereinigt und ins öffentliche Netz eingespeist werden. Wir werden pro Jahr etwa 33 Millionen Kilowattstunden Biomethan in unser Erdgasnetz einspeisen, was etwa 10% unseres Erdgaseinsatzes oder Erdgasdurchsatzes im Netz pro Jahr ausmacht. Die Erdgasqualität, die aus der
drucklosen Aminwäsche kommt, ist natürlich eine sehr hohe. Und wir haben über eine natürlich erforderliche Erdgaskonditionierung noch die Aufgabe, die tatsächliche Qualität in Form von Brennwert und also Energieinhalt herzustellen. Das ist aber dann ein leichtes, wenn die Qualität aus dem Erdgas schon weitestgehend stimmt oder aus dem Biomethan weitestgehend stimmt, sodass dann die Einspeisung durch die Einspeiseanlage in das Netz sehr problemlos stattfindet. Ma noi decidemmo di costruire con MT-Energie perché il nostro è stato un investimento consistente e prima di fare questo investimento abbiamo visitato in Germania, dove già da anni ci sono tanti impianti di tante marche in funzione, abbiamo visitato un po' tutte le marche dei vari costruttori e MT è quella che ci diede più fiducia, diciamo così, ci diede più fiducia per la qualità costruttiva, per l'ordine con cui viene costruito, per la qualità dei materiali. Jsem v tom jednak ekologický a šetrný přístup k přírodě a výrobu elektřiny, pak je to určitá stabilizace zemědělského podniku a zpracování vlastních produktů, to je tak nejdůležitější. Pro naši bioplynovou stanici používáme jako substrát na krmení kukuřičnou siláž a cukrovarnické řízky. Ty řízky používáme, protože tady 2 kilometry odsud je vzdálený cukrovar, a je to ekonomicky výhodné oproti kukuřici a je to dobrý substrát do ty bioplynové stanice. What you see behind me is shredded sweet corn from a process factory, and 3 years ago was a problem for the Barfoots group. They looked at various options and decided on anaerobic digestion as being the best solution to what was a major problem. It's now going to create green energy. In April 2009, we contacted MT-Energie, and it became very clear to us that we were dealing here with a very professional company. In all, we're very pleased with the plant. It's delivered what they said it would deliver, and I think that's very important, that when you ask for a certain specification and performance, if you're not disappointed, then you're always going to go back to them.